Okay, Leute, hört mir mal zu. Ich bin heute da, um euch zu ermutigen, um euch jeden Tag in den Kampf zu schicken gegen euch selbst, um jeden Tag euren inneren Kampf zu gewinnen. Ich weiß, dass es manchmal schwer ist, morgens aufzustehen und ins Training zu gehen. Besonders an solchen Tagen, an denen ihr müde seid oder andere Dinge im Kopf habt. Aber genau an diesen Tagen ist es wichtig. Und daran muss ich euch erinnern. Genau an diesen Tagen ist es wichtig, alles zu geben, alles zu machen, alles andere unterzuordnen. Ihr müsst alles geben. Wir machen das, weil wir die Liebe zum Basketball teilen. Wir lieben das Gefühl, wenn der Ball durch den Korb fällt. Wir lieben die Herausforderung, unsere Fähigkeiten zu verbessern und uns gegen andere Teams zu beweisen. Wir lieben es, ein Teil dieses Teams zu sein und uns gegenseitig zu unterstützen. Aber der Basketball ist nicht nur ein Sport, er ist auch ein Kampf. Ein Kampf gegen uns selbst, um uns jeden Tag ein bisschen besser zu machen. Ein Kampf gegen die Zweifel und Ängste, die uns davon abhalten, unser volles Potenzial auszuschöpfen. Ein Kampf, um uns selbst und unser Team besser zu machen. Natürlich sieht's gut aus, wenn ihr ein Dunking macht oder wenn ihr einen Gegner austribbelt. Ja, hier findet da noch einer. Aber es geht auch ums Team. Es geht daran, Erfolg zu haben. Was bringen dir 10 Dunkings, wenn du mit 5 Punkten verlierst? Nichts. Ihr müsst immer daran denken, dass ihr ein Team seid. Denn nur im Team könnt ihr erfolgreich sein. Der ein oder andere 3-Punkte-Wurf, der bringt überhaupt nichts, wenn ihr am Ende verliert. Also denkt dran, lauft euch frei, dribbelt einen Gegner aus, spielt einen Pass und werft auf den Korb. Aber seid nicht egoistisch. Gebt den Ball auch mal ab. Spielt auch mal hinten rum. No look, egal wie. Hauptsache der Ball kommt zum Teammate. Das ist es, worauf es ankommt. Unterstützt euch. Die Jungs von der Bank, die feuern euch an. Die gucken euch zu. Und die sind heiß drauf. Sobald ihr einen Fehler macht, sind die da. Ihr spürt doch den Atem im Nacken von jedem Einzelnen, der da draußen sitzt. Und jeder Einzelne, der da draußen sitzt, der macht das Team besser, weil er euch pusht. Ihr pusht euch gegenseitig. Aber ich will euch sagen, ihr könnt das schaffen. Und ich weiß, dass ihr das schaffen könnt, weil ich jeden Einzelnen von euch kenne und weiß, welche Talente und Fähigkeiten ihr besitzt. Ich weiß, dass ihr das schaffen könnt, weil ich weiß, wie hart ihr arbeitet und wie sehr ihr euch verbessern wollt. Also lasst uns gemeinsam kämpfen. Lasst uns gemeinsam jeden Tag besser werden. Lasst uns gemeinsam unsere Liebe zum Basketball aufs Spiel setzen und unser volles Potenzial ausschöpfen. Ich bin so stolz auf jeden Einzelnen von euch. Ich kann es kaum erwarten, was die Zukunft bringt. Also lasst uns da rausgehen, egal ob zum Training oder zum nächsten Spiel. Lasst uns da rausgehen und angreifen. Lasst uns jede einzelne Sekunde zeigen, was wir wirklich können.